Seit neuestem habe ich diese Stimme in meinem Kopf. Sie presst so hart, sie passt nicht mit den anderen in einen Topf. Tausend Stimmen, doch nur eine, die mich quält. Hinter all den Reimen suche ich eine Message, doch sie fehlt. Die Stimme meines Gegners manifestiert in meinem Kopf, muss ich vernichten, denn auf deine Scheiße habe ich keinen Bock. Ich unterbrech mal eben das Schreiben meines Parts und begeb mich eben zielgerichtet auf deine Jagd. Eine Spur, jetzt kann er nicht mehr weit sein. Irgendwo hier muss doch ganz bestimmt sein Heim sein. Abwohner meinten, nicht weit weg hörten sie schlechte Beats. Und in der Tat, ich treffe auf das wilde Viech. Mit dir zu reden ist ein kläglicher Versuch. Dachte, ich red gegen eine Wand, doch tu es zu. Du scheinst nicht zu schätzen, wer ich bin und was ich tu. Komm, ich versuch mir etwas mehr zu sein wie du. Grammatik ist in deinen Texten nicht mehr drin. Dagegen würde Shizu mit seiner Quali gewinnen. Manchmal redest du sehr einem kleinen Kind. Punches wie du geschlecht, meinst du das ehrlich? Shizu hat den Sieg jetzt locker in der Tasche. Strafrechtlich dein, ich hätte ihn trotzdem gewinnen lassen. Diese Runde macht jetzt meinen ganzen Tag perfekt. Du nimmst anderen das Spielzeug und ich dir die Punches weg. Jetzt frage ich mich, kriegen wir seine Runde noch zu sehen? Seine Dummheit ist nämlich nicht das einzige Problem. Denn der Wandel der Technik ist gerade über ihn geschehen. Er fragt sich, wie rapp ich nochmal, brauch ich dafür Windows 10? Kiera sagt, er muss sich fürs Turnier nicht einmal anstrengen. Doch ich mach mir Sorgen, ob er den Computer anbekommt. Was für Leute, denn alleine wirst du's nie bringen. Oder weinst im Discord, Emergency Meeting. In deiner Welt hältst du dich für perfekt. Doch du bist ein perfektes Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt. Hab bei dir gehört, was ein paar gute Lines sind. Doch hab sofort gemerkt, du bist nur am Recyceln. Am meisten mag ich deine Fingerfarben-Lines. Und auch die Videos haben Kindergarten-Vibes. Langsam wird der blasse Junge, glaubt es kaum. Wenn Margin meine Punkte zählt, schreit er Stop the Count. Grammatik ist in deinen Texten nicht mehr drin. Dagegen würde Shizu mit seiner Quali gewinnen. Manchmal redest du sehr einem kleinen Kind. Punches wie du beschlecht, meinst du das ehrlich? Shizu hat den Sieg jetzt locker in der Tasche. Strafrechtlich dein, ich hätte ihn trotzdem gewinnen lassen. Diese Runde macht jetzt meinen ganzen Tag perfekt. Du nimmst anderen das Spielzeug und ich dir die Punches weg. Eigentlich hatte ich auf die MBT keinen Bock mehr. Aber dich gewinnen zu lassen, fiel mir dann am Ende doch schwer. Inhalt und Delivery jucken dich nen Scheiß. Margin kickt den Jungen, Arroganz hat ihren Preis.